Topwetter an der alten Festung für das Aalangeln. Also jetzt die nächsten Stunden nutzen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also schön bewölktes Wetter, stellenweise natürlich, mitunter auch Regen. Und das Wichtigste, es ist konstant kühles Wetter. Jetzt den Aal suchen. Also rennen wir los. Ab, raus zum Spot. Es ist 17 Uhr, perfekte Uhrzeit. Ich hoffe, dass es gleich auch nochmal wieder schön ein bisschen bewölkt wird. Aber die nächsten Stunden, Realtime-Stunden, die müssen wir jetzt nutzen, wenn wir den Aal haben wollen. Und dazu gehen wir einfach an einen der wichtigsten Aalspots, um es einfach mal zu probieren. Und testen mit verschiedenen Montagearten, ob hier was funktioniert. Gucken wir nochmal kurz auf die Map. Wo sind wir hier? Zack, ganz simpel, eben aus der Festung raus, sofort zum Spot, gar nicht weit. Jetzt werfen wir gleich ungefähr 7 Meter weit raus und dann wird getestet. Weiter gibt es natürlich noch andere Spots, die wir testen könnten. Und zwar hier oben zum Beispiel, hier sind so verschiedene Seerosen. Hier ist 21,67, die Idealstelle immer fürs Karpfenangeln. Auch da kann man so im Nahbereich mal ein bisschen probieren. Aber noch besser ist es ein bisschen weiter links daneben, wo die Seerosen quasi direkt sind. Also in dem Bereich auf jeden Fall nochmal testen. Dann hat man hier die Möglichkeit, also hier unten direkt am Camp, am Campingplatz, einfach hier in der Area testen. Auch da fängt so eine Schilf- bzw. eine Seerosen- und Entengrütze, so ein Grünzeug, so eine Area fängt hier an. Auch auf jeden Fall mal testen. Und dann gibt es hier nochmal eine Area, auch eine durchaus eine Idee. Und natürlich im Fuß. Auch da gibt es mehrere Stellen. Zum einen links und rechts an der Brücke. Hier sind jeweils Schilfkanten. Hier habe ich auch schon mehrfach Trophys gefangen. Also einmal links und rechts in dem Bereich. Wenn man hier mit der Pose unterwegs ist, ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter Tiefe einstellen. Auch das funktioniert. Dann kann man das hier in der Area probieren oder aber auch hier oben in der Area. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man auf Aal gehen kann. Auch hier in diesem Bereich, hier geht so eine Schilfkante herum, auch hier durchaus eine Option fürs Aalangeln. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo der Aal funktionieren kann. Vielleicht auch einfach mal in die Playlist gucken. Zur alten Festung. Da gibt es schon verschiedene Videos natürlich zum Aalangeln. Aber diese Stelle hier funktioniert halt einfach immer wieder. Also gucken wir uns jetzt nochmal schnell das passende Setup an. Ich nehme jetzt dafür meine ganz leichten und feinen Ruten. Wir gehen auch leicht und fein rein. Wir wollen hier nichts verscheuchen oder verschrecken. Dementsprechend gucken wir mal eben, dass wir ein passendes Setup zusammenbauen. Ich starte mal jetzt hier mit ungefähr 13 Kilo an Schnur. Auf der ganz normalen Schlaufenmontage haben wir das. Wir nehmen natürlich ein schlammfarbenes Blei und wir nehmen hier geflochtenes Vorfachsmaterial 6,8 Kilo. Hier ist es 40 cm lang. Es ist so ein bisschen länger als die normalen, die man immer so bei 25 cm hat. Es ist aber auch nicht so ganz lang, so ein 60 cm. Also so ein Mittelding zwischen gutem Hakeffekt immer noch und eben doch schon recht lang für sehr vorsichtige Fische. Also 40 cm hier jetzt drauf und ich gehe auf die großen Brocken. Ich möchte keine kleinen Aale fangen oder was auf Masse oder sowas, sondern wenn da einer reingeht, dann kann er groß sein. Deswegen nehmen wir einen Einserhaken groß und klassisch natürlich. Mit dem Tauwurm könnten wir reingehen. Natürlich hier mit dem Fischfetzen. Auch das ist natürlich immer wieder eine gute Wahl. Oder wenn du schon herstellen kannst, den Krebsschwanz. Auch das ist natürlich durchaus eine Option. Und mit diesen dreien starte ich gleich. Wenn du hier reingehst mit Köderfischen, auch durchaus eine Option. Laube zum Beispiel oder mit dem Kaulbarsch oder mit dem Frosch. Also auch das durchaus eine Option. Dann natürlich passendes Vorfachsmaterial wählen, also Fluorocarbon im Idealfall. Denn hier gehen natürlich auch immer die Hechte auf Köderfisch. Also jetzt stehen wir hier. Das erste Setup lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist hier mit
dem Krebsschwanz. Beifänge auf dem Krebsschwanz sind immer Schleien zum Beispiel. Also die können auch immer wieder hier drauf gehen. Wir werfen mal aus hier auf 7 Meter. Und ich peile immer hier vorne, zack, genau diese Kante an. Bremse runter. Wir haben nur ein ganz dünnes Vorfach drauf. Bremse runter, bisschen straff machen, genau. Und wie gerade schon gesagt, ich peile immer hier diese Area an. Ich möchte quasi hier an dieser Kante werfen oder hier an diese Kante in diesem Bereich werden. Dann sinkt das Ganze natürlich noch ein bisschen ab. Aber wir stehen dann schon ziemlich gut in diesem Bereich. So, jetzt muss ich mal eben gucken, das war Route 1, jawohl. Dann machen wir jetzt hier Route 2. Auch durchaus mal eine Idee, kann man auch mal verwenden, auch mal testen. Blutegel, durchaus eine Option. Also Schlaufenmontage nehmen wir hier jetzt wieder. Wir nehmen hier jetzt wieder das passende Blei von der Farbe her. Und dann richten wir hier auch die beiden anderen Setups genau so aus, dass die eben alle gleich sind. Einmal noch mit dem Tauwurm, 7 Meter Clip, locker raus, zack, Bremse runter nicht vergessen. Und zuletzt nehmen wir das dritte Setup dann hier auch nochmal mit dem Fischfetzen. Auch das benutzen wir so. Gehen hier nochmal wieder auf die 7 Meter. Bremse direkt runter, jawohl. Und dann raus damit. So, jetzt haben wir hier 3 Setups. So, 1, 2, 3. Und können das dann so verwenden. Jetzt gucken wir uns noch mal ein Setup an fürs Posenangeln. Auch das ist natürlich durchaus eine Option. Eine der besten Matchrouten im Game ist die Rebellion Match 420H. Sensationelles Gerät für wahnsinnig wenig Silber im Verhältnis zu dem, was diese Route bietet. Also das ist tatsächlich eine absolute Kaufempfehlung. An für sich braucht man keine andere Matchroute als diese. 5%, also plus 5% aufs Posenfischen haben wir hier drin. Das ist schon mal richtig gut. Das ist auch fürs Endgame gut. Das heißt, mit dieser Route oder in Verwendung dieser Route haben wir damit also 105% im Posenangeln, wenn wir schon im Endgame angekommen sind. Anderer Vorteil, wenn man halt so mitten beim Posenangeln ist, durch die 5% hat man einfach nochmal schneller den Doppelköder freigeschaltet und den nutzen wir natürlich auch. Hier gehe ich jetzt nochmal ein bisschen feiner rein. Ich nehme jetzt hier einfach mal nur auch eine 12 Kilo Monoschnur. Auch hier nochmal ein passendes Vorfach, relativ leicht hier. Da unten haben wir sie, 6,8. Nehmen wir mal das hier mit 50 cm. Ja, wir wollen ja nicht so ganz tief, aber das sollte passen. Und dann hier wieder einen Einserhaken. Und hier nehmen wir jetzt eine Kombination. Und zwar aus Fischfetzen und Tauwurm. Eine schön klassische Kombination, die auch immer wieder gut funktioniert. Verwenden kann ich das jetzt gerade nicht, aber vielleicht lege ich gleich eine von den Grundrouten weg und verwende dann dieses Setup hier. Auch hier wieder in einer Tiefe, also hier in diesem Kantenbereich, eine Tiefe von 1,20 Meter mache ich meistens und dann heißt es Attacke Vollgas. Ja, wichtig jetzt natürlich nur noch, wir brauchen die passende Uhrzeit und das heißt, wir warten ja auf den Abend. Ihr seht aber, wenn man alles vorbereitet, wie viel Ingame-Stunden, wie viel Zeit man schon vertrödelt, also so gegen 18 Uhr am Spot sein und dann schon mal anfangen, ist nicht so verkehrt. Rauswerfen die Routen, dann schon mal anfangen zu warten, denn es können in den frühen Abendstunden schon mal die ersten Aale reingehen, meist aber eben erst in der Nacht, also gegen 23 Uhr geht es dann richtig los. Dann gibt es noch mal so eine kleine Flaute vielleicht mittendrin und dann gegen 4 Uhr morgens kommt noch mal so ein richtig schöner Schub, wo dann der Aal richtig aktiv ist. Nichtsdestotrotz ist Aalangeln immer etwas, was selten gut und in Masse funktioniert. Es ist so, dass der Aal eher random reingeht. Man kann ihn nicht wirklich gezielt beangeln. Man kann es immer nur probieren, immer wieder versuchen, wenn das Wetter passend ist. Also, wenn wir kühle Temperaturen haben, gerne auch mal mit Regen, gerne bewölkt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Selbst hier bis zu diesen 14 Grad ist das durchaus eine gute Option. Wenn es da drüber geht, 16, 17, 18, 20 Grad, gar nicht erst hier hingehen. Ihr vertrödelt nur wahnsinnig viel Zeit für das Angeln auf Aal. Würde ich jetzt im Low-Level oder im Mid-Level hier sein und hier schon die ganze Zeit stehen und ich fange die ganze Zeit keinen Fisch,
absolute Katastrophe. Da macht man am Windenbach 100-mal mehr Silber. Da macht man an allen Gewässern eigentlich mehr Silber, als wenn man hier eine ganze Nacht vertrödelt und man fängt vielleicht ein oder zwei Aale. Es ist aber trotz allem natürlich ein cooler Fisch. Und ja, so einen seltenen will man natürlich auch mal fangen und probieren. Aber es ist selten. Und es kann eben auch lange dauern, bis man den mal wirklich auch als Trophy fängt. Ja, für mich heißt es jetzt abwarten und hoffen, dass hier noch etwas passiert. Es ist ja noch recht früh, jetzt haben wir gerade erst 22 Uhr. Einer der Beifänge oder eine Risikoroute ist dann auch immer noch hier die in der Mitte. Solltet ihr also nur Tauwurm verwenden können, ist das natürlich sehr, sehr, sehr riskant, denn darauf gehen auch gerne mal Amure oder auch Karpfen. Und wenn ihr hier mit einem feinen Setup steht oder ihr wagt es mit einem Feeder-Set, statt euch hier hinzustellen, was wahrlich keine gute Idee ist, dann passiert das eben häufig, dass da auch mal was viel zu Großes reingeht und man dann auch durchaus mal leer gezogen wird. Also wenn man da nicht ausreichend Schnur drauf hat, ganz, ganz, ganz riskante Sache. Es wird langsam dunkel, das ist gut. Dann richten wir noch mal ein bisschen hier den Platz her. So, da haben wir ein bisschen ausgeleuchtet. Und dann warten wir jetzt auf den Aal. Zack, da geht er rein. Das hat gar nicht lange gedauert. Hammer, hammer, hart. Was haben wir denn da? Eieiei, ohne Ankündigung. Der Barsch. Auf dem Tauwurm natürlich. Der frisst natürlich auch gerne den Tauwurm. Also, zack. Weiter warten und hoffen. Und es wird gezuppelt auf Fischfetzen. Ja, und das könnten natürlich gerade nachts auch die Quappen sein. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, auch sämtliche Beifänge durch. Naja, vielleicht noch die Schläfergrundel, die reingehen könnte. Oder eben natürlich auch ganz, ganz selten der Wels. Zack. Na, was haben wir? Kleine Quappe oder kleine Aal? Die Quappe. Eieiei, 1,5 Kilo? Ja, 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 ist okay. Nehmen wir doch gerne mit. Also direkt wieder raus damit. So. Schön an die Kante wieder da vorne und weiter warten. Ja, und wie man aber auch schon sieht, wir haben es 2 Uhr in der Nacht und egal, wie perfekt die Bedingungen sind und egal, wie perfekt dein Setup zusammengebaut ist und welche Köderkombi du hast, trotz allem kann eben beim Aal einfach auch mal nichts passieren. So ist das eben beim Aalangeln. Es ist einfach ganz, ganz, ganz viel Glückssache. Na, haben wir hier noch einen dabei? Ja, nee. Eieiei. Ja, die werden zurzeit sehr, sehr viel gefangen. Die gehen gerade ständig hier rein. Also wenn du Bock hast auf Giebel oder Karausche als Trophy, einfach mit dem Tauwurm. Kann man auch einen ganzen Tag machen. Schön mit dem Tauwurm hier stehen. Da muss man auch gar nicht so super fein und klein rein. Denn ja, da können eben auch größere Fische drauf gehen, wie gerade schon gesagt, die Amure. Es ist fast 4 Uhr morgens. Die letzte Hoffnung hier nochmal auf dem Tauwurm. Nein, auf dem Fischfetzen ist das. Und, oha, und irgendwas Großes auf Krebsschwanz. Das könnte aber auch eine Schleie sein. In den Morgenstunden, 4 Uhr, durchaus möglich, dass es eine Schleie ist. Und es ist eine Schleie. Tatsächlich. Uiuiui. Ui, ui. Schönes Gerät. Ja, das ist halt immer die Chance. Wie gesagt, wenn man mit dem teuren oder seltenen Krebsschwanz hier angelt, das passiert. Und hier in den Morgenstunden pünktlich, naja, die kleinen Quappen noch, die auch immer sehr, sehr, sehr lange dran rumzuppeln. Ja, ihr seht, auch bei mir passiert das regelmäßig. Ich teste etwas, egal wie perfekt das Setup zusammengebaut ist, egal wie viel Gedanken man sich macht und egal wo man es probiert, es passiert halt ständig, dass eben auch ein Spot nichts liefert. Man geht hin, man probiert alles und dann kommt einfach nicht der Zielfisch. Ich zeige jetzt gleich im Anschluss noch die gerade schon genannten Spots. Heißt also zum einen oben links auf der Map, bei 2167 die Stelle,
Ich werfe dann einfach mal aus, dass ihr seht, wo man ungefähr hinwirft. Genauso wie unten an der Brücke oder unten am Campingplatz. Das sind, würde ich sagen, so die drei wichtigen weiteren Spots noch im Game. Ein bisschen warte ich jetzt allerdings hier noch, ob hier nicht vielleicht doch noch ein Aal reingeht. Sagen wir mal so bis 6 Uhr morgens ungefähr. Na, und das kurz vor 6. Da will noch unbedingt jemand raus. Und die Grundel. Okay, die hat mir den Rest gegeben. Das war's absolut. Ich packe ein. Lassen wir den Tauwurm. Nee, nehmen wir den Krebsschwanz als letztes raus. Vielleicht in der letzten Sekunde noch einer. Aber auch nicht. Okay, ich laufe zu den nächsten Spots. Also die wichtigen drei weiteren Spots fürs Aalangeln. So, ihr seht ungefähr, wo ich hier bin. Ich zeige es auch nochmal eben auf der Map. Also es ist hier oben in diesem Bereich, wo dann die Seerosen sind. Wir können hier ganz hervorragend hinwerfen, auch circa auf die 7 Meter, genau. Also in diesem Bereich durchaus mal testen für den Aal. Dann natürlich geradeaus, auch hier, ich würde sagen eher so auf 6 Meter vielleicht. Ja, das passt ganz gut, auch so an diese Kante. Also hier dieser Kantenbereich, auch immer wieder interessant. Auf 6 Meter, das hier 23,67 oder eben auch hier nochmal hin, würde ich auch sagen, eher in Richtung 7 Meter, dass man dann da vorne, genau, so in diesen Bereich reinwirft, da wo diese offene Fläche ist, 1, 2, 3 Routen ungefähr hin, dann klappt das hier oben in diesem Bereich auch schon mal ganz gut. An einer Aal-Area laufen wir hier gerade vorbei, das heißt, die zeige ich natürlich auch nochmal eben, das ist hier vorne hin. Da geht es dann eher so auf 9 Meter raus. Genau, ziemlich genau an die Seerosen hier vorne oder 8 Meter, wenn man hier eher so hinwerfen will. Das ist hier auf der Map, wie gerade schon gezeigt. Hier ist so eine Schilfkante, die haben wir hier. Und da werfen wir halt nicht so genau rein, aber auch das durchaus eine Area immer mal wieder für Schleie. Und hier geht auch durchaus der Aal. Ja, das Wetter ist nach wie vor hervorragend für das Aalangeln und normalerweise würde ich um diese Uhrzeit auch immer noch am gleichen Spot sitzen und weiter warten. Also es ist immer noch, ja, perfekt von den Temperaturen, es ist bewölkt, es ist regnerisch, also auswerfen. Die Routen machen wir mal hier auf 7 Meter, auch das passt ganz gut und wir könnten zum Beispiel hier auch ungefähr auf 7 Meter auswerfen in diesem Bereich, genau. Also das sind diese zwei Stellen, einmal zu diesem Holzstamm in diese Area hier vorne und dann einmal hier an diese Kante, also hier an diese obere Kante in diesem Bereich quasi, dass man da dann hinwirft. Klappt auch hervorragend mit dem Posenangeln, wie gesagt, hier dann ungefähr auch 1,20 Meter Tiefe, dass man dann hier steht. Also uhrzeittechnisch auf jeden Fall noch länger abwarten. Wir haben es jetzt gleich 9 Uhr und wenn das Wetter so ist, vielleicht sogar noch bis 10 Uhr warten. Das ist durchaus realistisch. Und jetzt gucken wir uns noch die letzten zwei Stellen an und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Aalspots. So, und da sind wir auch schon. Also gerade von der unteren Brücke mit den beiden Spots weiter einmal eine Runde hier um die alte Festung gelaufen und dann geht es hier vorne hin. Hoppala, so. Und hier sind wir auch mit ungefähr 8 Meter ganz gut bedient. Zack, einfach auch hier vorne an diese Kante von dem Grünzeug, von der Grütze einfach da reinwerfen. Und dann läuft das hier auch immer mal wieder gut. Gegenüber kann man es auch ganz gerne testen. Da ist es ein bisschen gefährlich. Da verhakt man sich gerne mal an den Seerosen zum Beispiel. Aber auch durchaus eine Area, die ganz gut geht für Schleie. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal den letzten wichtigen Spot an. Und dann haben wir sie alle. Und da sind wir. 36,28. Direkt wieder raus damit. Da müssen wir gar nicht so weit werfen. Gucken wir mal eben hier, gehen wir mal so auf 6 Meter vielleicht sogar nur. Ja, das passt ganz gut. 1, 2, 3, alles rauswerfen. Und dann haben wir hier durchaus realistische Chancen. Also genau hier an dieser Kante wieder in diesem Bereich. Da geht immer mal wieder der Aal. Man kann es auch hier versuchen, ein bisschen weiter drüben. Auch das funktioniert immer mal wieder. Oder sogar hier. Also die gesamte Area. Vielleicht einfach mal 1, 2, 3 Routen abstellen hier in diesem Bereich. Ja, und wie gerade schon gesagt, wir sind hier direkt am Campingplatz. Und hier die Area ist immer wieder interessant. Das sind
die wichtigsten Spots fürs Aalangeln an der alten Festung. Du hast jetzt sämtliche Infos fürs Aalangeln, die wichtigsten Köder sozusagen. Wichtig sind natürlich die Wetterbedingungen, absolut essentiell, und ein passendes Setup. Nicht zu grobschlächtig reingehen, sondern versuchen, immer ein bisschen feiner reinzugehen. Da haben wir die Info von RF4, dass der Aal eben doch recht scheu ist. Von daher nutzen wir die Info und versuchen, ihn eben auch vorsichtig zu überlisten. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.